So. What? Das Ding hat noch nicht genug? Muss man ändern. Die ganzen Quellen hier versiegen. Irgendwie. Und sich dann halt wundern, wieso das immer noch nicht funktioniert. Nein. So. Da. So einen komischen Meteoriten hier flach zu legen, ist auch so eine Sache, ne? Weil es tatsächlich halt schichtweise nur runtergeht. Ist nicht unbedingt so toll. Und mit so wenig Erde gerade, ja, dann dürfen wir den ganzen Erdturm hier wegmachen. Es ist doch wieder... Naja. Das ist halt so der kleine, große Negativaspekt bei den ganzen Meteoriten, die irgendwie wegzumachen, den ganzen Schlamassel. Hab auch überlegt, ne, dann hast du dann da so einen Meteoriten, so einen ganz normalen hier, den einfach zuschütten mit jede Menge Erde oder sowas. Ist auch eine Überlegung. Kann man machen. Na, einfach wie so ein Hundehaufen. Einfach mal zumachen. Drüber kippen. Zuscharren. So, das Ding ist hinüber. Und es wird doch dunkel. Dum, 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 dum. Ach ja, Final Fantasy. Super Spiel. Ich mag es. Allein wie die Sonne sich hier spiegelt und wie sie da runtergeht. Oh. Ein Traum. It's a dream. A dream comes true. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich irgendwie nach Hause. Oder zumindest irgendwie zu einem Bett. Hm, mal gut, dass wir die Portalgun haben. Portalgun aktivieren. Wo ist das blaue Portal? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir das hier. Hui, hey, ich bin wieder da. Hey, ich hänge hier gerade fest. Moment. Ja. So. Das ist vielleicht jetzt noch nicht so optimal. Vielleicht muss ich das Portal da einen höher setzen oder sowas. Das wäre im Bereich des Möglichen. Ach schon, bin ich zu Hause. Ne, ich meine, jetzt neben Bett wäre natürlich irgendwie praktischer, aber man kann nicht alles haben. Noch nicht. So. Dann legen wir uns einfach mal hin. Yeah, hingelegt, yay. So. Und weiter geht's. Könnt ihr natürlich halt auch das Ding irgendwie hier hin machen oder sowas. Auch mal hoch hier. Ah. Ah. Jetzt dadurch, dass es auf dem Boden da ist. Natürlich auch nicht so praktisch. Ah. Okay, gut. Das ist jetzt auch eher suboptimal gelaufen. Daran muss ich mich erstmal wieder gewöhnen und irgendwie mal abändern, das ganze Zeug. Ja, ja. Bei Gelegenheit. Wenn das Kino überdacht ist und so. So. Dann wollte ich hier auch mal ganz kurz looken, ob wir hier tatsächlich ein bisschen Gras machen sollten. Och ja, könnte man tun. Ach, Knochen habe ich gar nicht mehr dabei. Ach, schade. Dann würde ich auch gerne hier mal irgendwie weiter weg, beziehungsweise halt unter den Zombie-Dorf. Dann würde ich da tatsächlich mal so langsam auch hier die besagten Zombie-Spawner und sowas platzieren. Das passiert ja dann halt wieder offscreen. Aber damit dort überhaupt dann irgendwie Massen an Zombies spawnen können und sowas. Das ist ja immer noch so ein Vorhaben, das ich da habe. Eins, das halt wirklich offscreen passieren muss, weil da muss ich dann halt über MC Edit dann Spawner einfügen und so was und hast du nicht gesehen. Ne? Das sind halt so Arbeiten, die außerhalb passieren müssen, weil ich die nicht in Minecraft selbst machen kann. Außer natürlich, ich finde dazu jetzt mit dieser tollen Version jetzt hier irgendwie eine Mod oder so was, ist natürlich auch möglich. Irgendwie. Obwohl das Ding mich einfach trollen, das ist doch nicht wahr.
So. Was? Keine Erde mehr? What? Na gut, dann können wir jetzt aber hier genug Erde hier abbauen. Ich möchte hier raus. Dass du manchmal auch aus so einer Pfütze nicht rauskommst, ist auch irgendwie... Was? Jetzt ist da noch Erde drin. Wasser? Gibt's doch nicht. Gib es doch nicht. Wer hat denn da gefuscht beim Bau? Ach, das war ich. Okay. Gut, weiter so. Wie viel Wasser aber auch hier ist. Ist ja schon fast lächerlich. So. Aha, das war also der Übeltäter. Sag das doch. Das doch. Da ist aber noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser, yay. So, jetzt aber nicht mehr. Endlich. Wenn man mal die Welt aufräumen muss, ne? Und hier hinten, weißt du, von unserem Gedönse, was wir hier hinten haben, bis hierhin haben wir auch noch so viel Platz. Also hier soll halt nicht unbedingt Industrie entstehen, halt mehr um diesen See herum hier. Ich würde aber dennoch halt den ganzen Tropenwald bis zu einem gewissen Grad halt tatsächlich da entfernen. Ne? Auch hier, was hier noch ist, kommt alles weg. Und hier können wir halt auch noch so viel hinmachen und ich weiß gar nicht was alles. Ist so viel, so viel. Wir werden hier noch lange Holz fällen. Noch mehr als dreimal auf Holz geklopft. Und warum? Weil ich es kann. Weil wir genug Platz dafür haben. Ja, vielleicht werden auch irgendwann die Wege ausgebaut zu Straßen oder sowas und dann hier mit Pflanzmod und hast du nicht gesehen. Wobei das war jetzt zu bezweifeln. Aber es wäre im Bereich des Möglichen. So. Dann hier diese ganz kuriosen Obsidian-Dinger. Die sollen auch mal so langsam weg. Weil die haben auch keine Daseinsberechtigung. Es dauert halt nur eine halbe Stunde, bis die irgendwie mal abgebaut sind. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die hier sind. Ist ein Omen. Ein Omen. Oh, was ich halt auch gerne machen würde. Ist irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Stonehenge oder sowas. Irgendwie so ein magischer Steinkreis oder sowas. Halt so, ne, sowas Mystisches einfach mal irgendwo hinbauen. So Fantasy-like. Vielleicht nicht unbedingt direkt neben dem Industriegebiet, aber schon so in der Richtung. Und vielleicht könnte man halt auch bei den Industriegebäuden jetzt mit Industrial Craft, was wir jetzt da haben, da irgendwie mal was mit verbinden und dann tatsächlich irgendwie tolle Maschinen hinbauen und hast du nicht gesehen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber es ist natürlich im Bereich des Möglichen. Guck mal, da ist unser Portal. So, ich mach das Portal mal dahin. Im Fall eines Falles. Und dann werken wir hier weiter. Oh, da ist ja auch ein kleiner Tümpel. Ja. Habe ich denn noch irgendwas, worüber ich gerade reden kann? Bestimmt. Mir fällt halt jetzt nur nicht ein, was. Ich habe mir jetzt auch die letzten Wochen tatsächlich wenig Notizen gemacht, während ich halt unterwegs war. Und sonst mache ich mir halt in meinem Notizbuch halt immer wieder Gesprächsthemen und sowas. Das ist irgendwie so die letzten Wochen nicht passiert, weil irgendwie war ich tatsächlich immer mit meinen Gedanken immer woanders. Und teilweise ist mir halt dann in den Wochen halt tatsächlich auch nochmal bewusst geworden, wie viel man in wenig Zeit denken kann. Na, also dann für eine gewisse Busstrecke oder sowas. Wenn du halt dann in deinen Gedanken vertieft bist und sowas. Und halt irgendwann mit deinen Gedanken wieder fertig bist. Und dann realisierst, wie wenig Zeit eigentlich vergangen ist und wie viel du dann in der Zeit gedacht hast. Das ist manchmal so beeindruckend. Ne? Ich meine, mir wurde es auch schon vorher mal bewusst, aber ne? Manchmal fällt es einem halt dann auf und denkt man so, wow, ich dachte eigentlich, der Bus ist schon weitergefahren, aber nö, ist er gar nicht. Ne? Und
ja, das ist manchmal merkwürdig, sehr merkwürdig. So. Ich muss schon wieder was essen, das gibt's doch nicht. Na, so wie viel Gedanken da ausmachen können, es ist wow. Einfach nur wow. So, diese Ranken hier. Die sind, glaube ich, immer noch von Anno dazumal, ne? Als wir noch die, nicht die Tree Capitator, sondern die andere Mod hatten. Wir hatten ja noch eine andere Mod, mit der wir, die Bäume halt sofort abholzen konnten und all so ein Spaß. Und, seitdem gibt es ja hier immer noch die Ranken. Und ich dachte eigentlich, dass die halt mit der Zeit halt von selber mal irgendwie von dann ziehen. Aber das tun sie nicht. Das ist schlecht. Aber nichtsdestotrotz kein Problem. Wir müssen halt nur mal langsam halt händisch mal so ein bisschen wegmachen. Weil von selbst gehen sie ja nicht. Also bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt und so. Aha. Also einmal oben anfangen. Okay. Dann geht das von selbst. Hervorragend. So. Das würde ich halt hier jetzt auch nochmal eben schnell durch den ganzen Wald hier durchmachen. Da, wo wir halt überall noch was haben. Hier so, hier die ganzen Lianen, dass die mal wegkommen, weil die stören mich auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren sozusagen. Ich habe mich immer so gewundert, so, hä, wird hier nicht der Chunk geladen oder wie ist das? Also langsam bin ich echt zur Überzeugung gekommen, jo, das hängt damit überhaupt nicht zusammen, sondern es hängt halt tatsächlich noch mit der anderen Mod von damals zusammen. Die hat nämlich die Ranken nicht immer mitgenommen. Genau genommen eher selten bis gar nicht. So, komme ich denn da irgendwie ran? Ja, fast. Dim, 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 dim. Dum, 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 dum. Ah, schön. Ich mag diese Sonic-Musik hier im Hintergrund. Da kommt tatsächlich immer sehr viel Nostalgie für mich zusammen. Sehr, sehr viel. So. Da waren wir noch nie drin. Was? Und da haben wir noch Eisen? What? So. Nichtsdestotrotz. Es wird gerade so ein bisschen Nacht. Mache ich doch mal hier mal zwei Dinge aufeinander. Pack hier mal ein Portal hin und gehe dann nach Hause. Yay! Siehst du das, wie schnell ich zu Hause bin? Ist das nicht toll? Ah, die Portal-Mod. Was habe ich die vermisst? Ganz ehrlich. Ah. Komm schon. Ich kann mich doch schon fast hinlegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, 18, was war das? 32, 33 kann ich mich hinlegen. Okay. So, jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg wieder zurück. Ach nee, wir haben ja ein Portal. Hui. Toll. Hier sollte ich vielleicht so das tatsächlich. Hatte ich ja, glaube ich, damals auch immer das Problem, ne? Dass ich halt dann immer in dem Boden feststecke, auf dem ich dann lande und ja, ich erinnere mich an das Problem. Das war damals auch schon so. So, dann wollen wir hier hoch, mal die Ranken mal eben schnell wegmachen. Hier in die Höhle können wir da vielleicht nochmal reingehen, auch wenn das nicht so lukrativ sein wird, zumindest was halt Truhen und sowas angeht, weil die gibt's da nicht. Zumindest keine befüllten Truhen, was ja schade ist. Das sich nicht ändern. So, das ist das. Hier den ganzen Kram hier nochmal weg. Na komm. Zack. Zack. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier einfach irgendwo was rausnehme. Ne, klappt immer noch nicht. Okay. Dann muss ich halt wohl oder übel. Hey, guck mal, da ist ein Schwein auf dem Baum. Hier einigermaßen hoch. Und das dann von hier aus machen. Ah. Plötzlich bin ich so hoch. So. Läuft. Zwar nicht davon, aber es läuft.